Um auf die Bamberger Stadtkarte zu gelangen, klicken Sie auf den entsprechenden Link in den Informationen unter dem Video oder geben Sie stadt.bamberg.de/Stadtviertelbefragung in Ihrem Browserfenster ein. Unter dem Button Umfrage Start werden Sie nach Einwilligung in die Datenschutzerklärung direkt zur Stadtkarte weitergeleitet. Zoomen Sie dann auf der Karte, bis Sie Ihre aktuelle Wohngegend und Ihr komplettes Viertel gut auf Ihrem Bildschirm erkennen können. Nutzen Sie hierzu die Symbole Plus bzw. Minus. Sie können den Kartenausschnitt verschieben, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, um so Ihre Wohngegend und Ihr Viertel zu finden. Wenn Ihr Viertel vollständig ersichtlich ist, aktivieren Sie den Smart Editor durch einen einfachen Klick auf das orangefarbene Symbol. Anschließend klicken Sie bitte einmal auf das blaue Symbol New Feature, um Ihre Zeichnung zu starten. Nun beginnen Sie, Ihr Viertel einzuzeichnen. Bewegen Sie die Maus hierfür zunächst an eine Stelle am äußeren Rand Ihres Viertels. Setzen Sie mit der Maus einen ersten Klick auf den Rand Ihres Viertels. Setzen Sie anschließend weitere Klicks am Rand Ihres Viertels entlang, um Punkt für Punkt eine Linie zu formen. Diese Linie wird erst ab dem zweiten Klick sichtbar. Wenn die Linie den ungefähren Umriss Ihres Viertels zeigt, beenden Sie Ihre Zeichnung am letzten Punkt mit einem Doppelklick. Passt Ihre Zeichnung? Falls nein, können Sie über den Button Zurück erneut starten und Ihre Zeichnung wiederholen. Sobald Ihre Zeichnung passt, füllen Sie anschließend noch die 5 kurzen Angaben am rechten Rand der Karte aus. Bitte teilen Sie uns hier mit, in welcher Straße Sie aktuell wohnen. Wie Sie persönlich das eingezeichnete Viertel nennen und wie lange Sie im aktuellen Viertel wohnen. Abschließend teilen Sie uns bitte noch Ihr Alter und Geschlecht mit. Klicken Sie auf den Button Speichern. Die Umfrage ist nun beendet. Sie können das Fenster nun schließen.